Es gibt eine Frau, die im Dunkel der Stadt Gedanken von Hass und Verderben hat. Sie tötet im Schatten und meidet das Licht, und niemand kennt ihr Gesicht. Und niemand weiß, wie das geschah, weil keiner mehr lebt, der sie einmal sah. Aber du kannst doch nicht laufen, solche Beträge einem Verbrecher für nichts und wieder nichts auszahlen. Für nichts. Für mein Leben, Herr. Sie findet ihr Opfer und trifft sehr genau. Guten Morgen, Miss Dyke. Guten Morgen. Was will er? Wer? Er. Der Chef war heute sehr ungehalten. Weshalb? Weil Sie nicht rechtzeitig gekommen sind. Einer muss doch hier arbeiten, Miss Dyke. Wir arbeiten alle, Mr. Welby. Geben Sie Acht, die Spitze des Projektils ist vergiftet. Eine sehr einfache Methode. Eine Spinne aus Gummi? Ein Geschoss mit vergifteter Spitze. Wer das Alte nicht ehrt, ist das Junge nicht wert. Hm. Bin kein Dichter, entschuldigen Sie. Ach, was Sie nicht sagen. Ich bin ein Phänomen. Wenn Sie mir keinen Glauben schenken wollen, bitte. Das Archiv steht zu Ihrer Verfügung. Nein, ich will's nicht. Auf einer Expedition in Mexiko kam am 26. März 1951 ein Mann um. Sein Name war Alphonse Avery. Er war der Leiter der Expedition, ein englischer Wissenschaftler von Format. Er starb durch eine schwarze Witwe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass... Dass die schwarze Witwe das giftigste Luder von Mittelamerika ist. Sie sind gebildeter als Ihre Kollegen, Mr. Welby. Ja, was glauben Sie, wie unbeliebt mich das macht, Fisch? Dann teilen wir das gleiche Schicksal. Nehmen wir sogar an, dass dieser ominöse Aztekenschatz wirklich existiert hat. Mr. Welby? So. Sie stechen dann ein Wespennest. Finden Sie? Es reizt sind, dass Sie sich dafür interessieren, aber ich hatte noch gar nicht das entzückende Vergnügen. Eine Sensation ist immer billig, Mr. Welby. Sie fängt nicht nur manchmal mit dem Tod an, sie endet auch manchmal mit dem Tod. Was Sie nicht sagen. Jetzt weiß ich, Sie sind Quizmaster im Fernsehen. Nein, das bin ich nicht. Ich spreche von der Affäre Morton und Robbins. Ist ein Selbut. Mr. Welby. Verliebte in Ihrem Alter nehmen wir in der Regel nicht sehr ernst. Sie haben viel mehr Grund, die Polizei zu fürchten als ich. Kanalja! Hilfe! Hilfe! Er beißt nicht, das ist ein Pflanzenfresser! Stopp! Nein! Bitte nicht! Sag's Ihnen gleich. Dankeschön. Warum sind die Straßen so einsam und leer? Warum gehen die Menschen so ängstlich umher? Es gibt eine Frau, die im Dunkel der Stadt einen Pakt mit dem Tode geschlossen hat. So, jetzt werden wir die Sache mal beenden.